Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und wie gehabt, beginnt erstmal die Spielauswahl. Rambo Shambo ist auf jeden Fall nicht auf Platz 1. Lost Lands Emporia. Ich bin nicht sicher, ob es ein MMO ist oder ein Aufbauspiel. Aber ich werde es gleich wieder rausfinden. Mal gucken. Ein Strategie-MMO. Naja, da bin ich ja mal gespannt, welche Mischung da jetzt tatsächlich dabei rauskommt. Okay, 106 MB, das heißt, es ist ziemlich schnell installiert und ich kann dann gleich mit euch zusammen ins Spiel starten und mir mal anschauen, was mich da tatsächlich erwartet. Und eine unglaubliche Menge an Steam-Errungenschaften. 440 Steam-Errungenschaften. Und als erstes tritt eine Allianz bei, die mindestens 10 Mitglieder hat. Beziehungsweise das ist das Oberste, was sozusagen von den meisten noch erreicht wird. Und ansonsten gibt es hier: verbessere deinen untoten Helden auf 70, deinen zwergischen Helfen, deinen orkischen Elfen, Helden. Greife 150 mal leichte Portale an. Das kommt mir bekannt vor. Naja, das Spielprinzip wird sich wahrscheinlich eben zu einigen anderen, ja, eher Strategiespielen dort ähneln, die so als Browser-Games unterwegs waren. Also mal gucken, ob das dann mehr Listen mit Texten sind. Wobei es gibt zumindest eine animierte Stadt oder irgendwas. Aber ja, das Spiel ist bereits installiert und ich muss jetzt nur noch wechseln. So, ja, das Einzige ist, jetzt muss ich mal schauen, ob ich so einen Account bereits in meiner Liste habe. Ansonsten gilt es natürlich mal wieder auch einen neuen Account zu registrieren. Beziehungsweise ich hoffe mal, dass es soweit Steam kompatibel ist, dass das automatisch dann passiert. Tears of Gods, the most valuable resource in Emporia. Some say it is the very essence of dead gods. Myth or not, the power of these tears is truly immense. The nations of Emporia fought over the tears for centuries, until this conflict destroyed all of Emporia. You are one of the survivors. Das war ein ganz kurzer Einstieg. Und ja, jetzt kann ich hier dann direkt auswählen, meine erste, ja, Rasse, mit der ich spielen kann. Ist dann nur die Frage, wie ich die anderen Errungenschaften spielen kann, wenn ich dafür jeweils die anderen noch brauche. Mal schauen, ob ich dann meinen Namen direkt hier verwenden kann. So, jetzt muss ich nur überlegen. Also Zwergen, Kämpfer, Magier, Baumeister, Ausdauer und Resistenz. Die besten Erbauer und Konstrukteure ihrer Kriegsmaschinen sind, atemberaubend. Kämpfer mehr Magier, Baumeister weniger. Die schnellsten im Kampf und die besten in der Magie und Forschung. Verehrer der Natur und Lebens. Also Forschung gefällt mir natürlich auch und Magie sowieso. Zerstörungsmagie und Totenbeschwörung. Nicht einmal der Tod kann sie aufhalten. Ja, sind auf jeden Fall mehr Baumeister, dafür noch schlechtere Kämpfer. Und die Orks sind die besten Kämpfer, Herrscher der brutalen Kraft der Waffen, die besten Angreifer im Krieg bis zum letzten Atemzug. Tja, Elf oder Untoter? Ich nehme erstmal die Elfen. Wie gesagt, Magie ist immer das, was mir am besten gefällt. Ui! Erinnert mich fast ein bisschen an Civilization. Sei gegrüßt, Majestät, ich bin dein Oberst, deine oberste Berater. Deine oberster Berater. Sieht aus wie meine oberste Beraterin. Dies sind die Umgebungsgebiete in Emporia. Einstellung, okay, komme ich noch nicht ran. Ja. Lass uns einen Blick auf deine Stadt werfen. Lass uns erstmal einen Blick in die Einstellungen werfen. Töne und Musik. Töne ja, Musik nicht. Danke. Lass uns einen Blick in deine Stadt werfen. Sie ist jetzt vielleicht erst klein, aber sie wird
ja, wir werden sie auf jeden Fall größer bekommen. Ah, so ein schönen Klicksymbole wie in ja, den Facebook-Dings vom Spielen. Gut, also her mit der Kohle, her mit dem Holz, her mit den Steinen und her mit dem Eisen. Perfekt, jetzt haben wir genug Ressourcen zusammen, um Kasernen zu bauen. Ja, genau. Baue ein neues Gebäude, Militär und Bogenschießen. So, kann ich die später noch versetzen? Ich hoffe schon. Okay. Mal schauen, vollenden. Ah ja, da kann ich so umbewegen. Sehr gut. Rekrutiere Soldaten. Keine Sorge, du wirst über die Zeit wesentlich machtvolle Einheiten erwerben. Okay, die kosten Geld zur Erzeugung. Rekrutiere Soldaten. Keine Sorge, du wirst über die Zeit... Wie viele soll ich denn anheuern? Eine Minute. Ah, das dauert dann noch, bis die gebaut werden. Ja, dann machen wir mal 5. Lass uns zurück zur Karte gehen und die Umgebung deiner Stadt erkunden. Jawohl. Ui, hat sich aber ganz schön verändert. Das sah eben noch anders aus. Ah ja, das sind dann die Portale. Lager nahe deiner Stadt sind von Banditen und Monstern bewohnt. Hab keine Angst, sie anzugreifen. Du wirst dann alles finden, was du brauchst. Ja, vor allen Dingen werden meine Soldaten dabei draufgehen. Greife eins von ihnen an. Level 15, Level 17. Scheinen aber nicht allzu viele drin zu sein. Okay, ich habe schon ein paar Einheiten. Greife eins von ihnen an. So, das heißt, da unten ist noch, wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeiten sind. Und natürlich auch, wie viel Gold ich dafür ausgeben muss. Reisedauer 12 Sekunden. Wähle alle Einheiten. Naja, geben wir mal 200 aus. Mal gucken, wie viel ich davon tatsächlich dann brauche. Okay, 75. Nein. 75. 75, so. Achso, ich soll sowieso Max. Na gut. Dann nehmen wir alle mit hin. Runen können in Lagern gefunden werden. Du wirst sie benötigen, um deine wichtigsten Gebäude verbessern zu können, den Palast. Artefakte für deine Helden können auch in Lagern gefunden werden. Sie verbessern deine Fähigkeiten und stärken deine Armee. Okay, 7 Sekunden. Es wird gekämpft. Runde 1. Details kann ich mir nicht angucken. Die Schlacht ist im Gange. 7 Bogenschützen verloren. 35 Erfahrung, 500 Vitalität und eine Rune des Lichts. Von nun an begleite ich dich durch die Quests. Klicke auf eine von ihnen. Okay, es waren 30 Bogenschützen dort. Und alle 30 sind natürlich gestorben. Neutrale Fieslinge. Es gibt dann mehrere Runden. Na, mal schauen. Okay, also was möchtest du? Befehle den Bau von Gebäude Palast Level 1. Jawohl, los geht's. Ah, ich bin noch im Noob-Schutz. Ja. So, ausbauen. Okay, das dauert ein paar Minuten. Nutze deine Runen, um deine Hauptgebäude aufzustufen. Und zwar jetzt. Habe ich ja schon gemacht. Dauert allerdings 3 Minuten. Okay, das andere. Greifen. Du musst dieser Einheitentyp im Forschungslaboratorium erforschen, um rekrutieren zu können. Wieso schläft das Teil, wenn ich da gar nichts zu machen habe? Die Armee des Rückkehr deiner mächtigen Königreichs. Verbessere deine Kasernen. Jawohl. Also, Ausbau. Okay, schon im Ausbau. Beende Bogenschießplatz, um Level 2 zu erreichen. Ja, da
dauert 20 Sekunden. Und wie lange brauchen die hier, bis ich da wieder was bekomme? Okay, erstmal ausbauen. Produktion nach Aufstufung 160 pro Stunde, 3840 pro Tag und Lagerung maximal 900. Okay. Ja, her mit der Kohle. Und was jetzt? Rekrutiere Einheiten. Ja, noch mehr Einheiten. Anwerben. Was ist das? Kleiner Marschbefehl. Gibt dir Befehlspunkte. Extreme Kriegs- von extreme Maßnahmen. Wer keine Reserven bildet, gewinnt den Krieg nie. Sowas. Was ist das hier unten? Dein Held erreicht das Level 3. Du hast ein paar neue Fertigkeitspunkte zu verteilen. Fähigkeiten. Und was willst du? Soll ich die Fähigkeiten Beute verlassen? Eine Bastion. Bastion. Nutze deine Befehlspunkte, um Lager zu überfallen und Ressourcen zu erlangen. Ach, ich habe davon, ich kann nur eine begrenzte Anzahl von Truppen überfallen. Was ist das hier für ein Chat? Hm. Ah, deswegen haben so viele die Allianz, weil sie haben schon, kann man gleich von Anfang an das ganze Ding irgendwie einsammeln. Wir müssen schnell mehr Truppen trainieren, wir können die Ressourcen dafür in jedem beliebigen Lager auf der Karte finden. Weil man sieht, wir müssen schnell mehr Truppen trainieren, ja, ja. Krieger stehen bereit, wähle jetzt das Lager aus und gib den Angriff zum Befehl. Und warum das Lager? Warum nicht ein anderes? Schwierigkeit leicht. Runenstein. Das ist ein einfacher Hochsitz. Achso, da gibt es Steine und hier gibt es nur Holz. Holz. Steine. Da gibt es noch mehr Holz. Da gibt es Eisen. Na schön, also Steine. Angriff. Wo steht denn, wie viele Angriffspunkte ich habe? Ah, das dürften die hier oben sein. Okay, eine Stunde dauert das mindestens, bis ich die zusammenbekomme. Apropos eine Stunde, das erinnert mich an was. Nämlich den Timer zu starten. Also wieder das Maximum losschicken und hoffen wir, dass ihr erfolgreich seid. Doppelte Ressourcen gewinnen, Befehlspunkte 1. Doppelte Chancen, eine Rune zu finden, Befehlspunkte 1. Okay, aber der Angriff selber kostet auch schon 1. Das heißt, dafür bräuchte ich dann 2. Oh je. Naja, das heißt, wenn man wenig Zeit hat, kann man dann seine Befehlspunkte letztlich dafür ausgeben, dass man die einzelnen Angriffe verbessert. Wie lange brauche ich jetzt eigentlich? Hier stand doch irgendwo eine Zeit. 18 Sekunden Reisedauer. Okay, dann auf in die Schlacht. So, was habe ich hier unten? Diplomatische Nachrichten. Imperia Team. Patch 6.6. Wir haben gerade das Spiel gepatcht. Du kannst dir das Spiel in einem Changelog anschauen. Okay. Und was steht hier? Benachrichtigung. Der Palast ist fertig. Du hast Edelsteine gefunden. Dein Held hat Level 2 erreicht. Okay, dann lass mich mal die Fähigkeiten angucken. Ich habe gerade mal 3 Fähigkeitspunkte. Da brauche ich ja noch ewig, bis ich die Sachen da freischalten kann. Aber okay, jeder Punkt gibt mir schon ein bisschen Zusatz. Also ich kann maximal 10 investieren, aber ich habe auf jeden Fall schon einen Bonus. Und dann machen wir mal die Rohstoffspeicher. Und dass die ein bisschen größer sind. Und jederzeit zurücksetzbar. Sehr schön. Okay, wieder 6 Bogenschützen verloren. Eine Rune des Lichts und Berührung des Heilers, Wiederherstellung 4%. In diesem alten Heustar schlummert eine Heilkraft, die selbst schwerste Verletzungen heilt. Das heißt, sie bekommen dann 6% oder 4% der... Da bin ich ja mal gespannt, was diese Artefakte dann zu tun haben. Okay, gewonnen. Da wieder noch einen Punkt zurückbekommen. So, Edelsteine gefunden. Wo habe ich die denn bitte gefunden? Nehmen an, 43. Der Palast ist fertig.
neue Gebäude, Marktplatz und Verteidigungsturm. Durch Verbesserung dieser Struktur erhöhst du deine defensive Stärke der Stadt. Okay, im Moment habe ich eh noch Noob-Schutz. 5 Tage, da brauche ich den jetzt noch nicht. Dieses Gebäude ermöglicht dir Artefakte und andere Gegenstände zu kaufen und zu verkaufen. Und ich kann meinen Marktdingsbums. Gut, dann wäre es Zeit, einen Marktplatz zu bauen. Willst du mir das auch erzählen? Nee, ich soll den beende Steinbruch, um Level 2 zu erreichen. Wieso beende? Es wäre ja eher Ausbau, um Level 2 zu erreichen. Ach, ich soll da Dingsbums ausgeben, das mache ich ganz sicher nicht. Aber ich werde dafür mal die anderen ausbauen. Mal gucken, ob es auch beschränkt ist, wie viele ich parallel ausbauen kann. Hier ist Holz. Kaufe für die nächsten 20 Minuten einen neuen Architekten. Jawohl. Das heißt, das ist schon mal begrenzt. So, was habe ich hier noch? Schriftrolle der Verbesserung. Rohstoffproduktion 100%. Und auch sozusagen für den Noob-Schutz. Ja, her mit dem Zeug. Aber es scheinen gar nicht die Befehlspunkte zu sein, weil das nimmt gar nicht zu. Dein Held erreicht Level 4. Ja, dann machen wir hier gleich mal die nächste Ausweitung, dass die Rohstoffe noch besser gehalten werden können. Aber hier hat sich überhaupt nichts geändert. Naja. Beende Sägewerk, um Level 2 zu erreichen. Also ausbauen. Das heißt, ich kann maximal 2 Sachen gleichzeitig ausbauen. Dann fehlt mir jetzt nur noch die Goldmine. Ein Bonusarchitekt kaufen. 90. Und vor allem gilt er nur für 3 Tage. Wähle ein Gebäude aus. Minen. Okay, da benötigt nächstes Palastlevel. Okay, vorher kann ich keine weiteren bauen. Der Marktplatz erhöht Lagerkapazität und ermöglicht zu handeln. Gut, dann baue ich jetzt mal den Marktplatz dazu. Jawohl. Hoffentlich hat sie mir die anderen Quests nicht übersprungen. Benutze deine Befehlspunkte, um Lager zu überfallen und Ressourcen zu erlangen. Hochsitz. Also jetzt soll ich wieder einen Hochsitz überfallen. So, den habe ich ja schon mal überfallen. Bekomme ich dann eigentlich mehr oder weniger? Bekomme ich immer das Gleiche? Was ist eigentlich das da? Magiepunkte? Habe ich irgendwelche Zauberfähigkeiten? Das ist Mana. Mana habe ich überhaupt noch gar nichts. Sold, verfügbare Einheiten, 262. Sold im Regierungsprozess, Rekrutierungsprozess. Okay, durch das Aufwerten dieses Gebäudes ermöglicht du das Maximum an Sold, was dir ermöglicht, mehr Einheiten in deiner Armee zu haben. Ein Garten, 250 pro Level. Meine Erfahrung, da ist der Fähigkeitenpunkt. So, hier kann ich die ganzen Sachen dazu holen, was wahrscheinlich dann gegen Premium-Währung der Fall ist. Und wie viel kostet Premium-Währung? Ja, 5 Dollar für das kleinste Paket. Okay, Schriftrollen sind wahrscheinlich alle zeitbefristet. Ja. Damit es auch eine möglichst dauerhafte Einnahmequelle wird. So, jetzt mal schauen. Also ein Befehlspunkt kostet mich jetzt ein doppelter Ressourcengewinn. Das ist bloß eine doppelte Chance. Doppelte Chance, doppelte Gewinn von Erfahrungspunkten. Und das interessiert mich. Aber nehmen wir mal die Ressourcen als doppelt. Und dann beginnt da 2 weniger. So, da kann man auch wieder direkt die Sachen dazu kaufen. Kleiner Marschbefehl gibt hier einen Befehlspunkt. Ah, okay, die werden hier gespeichert. Deswegen sind die noch nicht ausgelöst. Das heißt, wie viel habe ich aktuell? 3. Wo steht das, dass ich 3 habe? Gar nicht. Okay, auf jeden Fall erklärt das, warum ich nicht direkt die Punkte dazu bekomme, sondern warum die gespeichert sind. Und so, jetzt habe ich 1150, das ist schon mal besser. Aber ich habe zu wenig Bogenschützen. Das haben wir ja schon gemacht. Fürs Erreichen Level 5 deines Helds hast du als Lohn einen Fähigkeitenpunkt und diese Truhe bekommen. Dann öffne doch mal die Truhe. Belohnung. Eine Rune des Lichts.
einen zusätzlichen Architekten, zumindest für 72 Stunden, Bonustruhe. Du wirst diese Truhe öffnen können, wenn du Level 10 erreichst und nochmal 5 Marschpunkte. So, Fähigkeiten, wieder hier eins weiter. Du hast die folgende Auszeichnung erreicht, Level des elfischen Helden. Ah ja, das ist die erste Errungenschaft. Her damit. Okay, was willst du denn jetzt schon wieder? Langsam wirst du etwas nervig. Benutze deine Lager zu fahren, Ressourcen zu erlangen. Das habe ich doch gerade schon gemacht. Beute, Höhle der Räuber. Okay, ich soll diesmal eine andere überfallen. Majestät, wir müssen schnell mehr Truppen trainieren. Wir können die Ressourcen dafür... Blablabla. So weit weg? Das dauert doch ewig, bis die da sind. Oh, 50 Sekunden. Ist gar nicht so, dauert doch gar nicht so lange. Und es, hier bekomme ich Kohle, 625. So, das heißt aber auch bei 625 und muss ich das Sold jetzt eigentlich direkt ausgeben oder nicht? Also kosten mich die Angriffe mehr, das heißt, die kosten gar keine extra und die laufen garantiert direkt übers Wasser. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob sie wenigstens ein Boot mitnehmen. Ah, ich kann ein bisschen rauszoomen. Jetzt gleich gluck, 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 gluck. Ah, sie werden zu einem Schiff. Na, immerhin, mitgedacht. Gut, aber trotzdem zurück in die Stadt. Und hier ist schon mal wieder nichts zu holen. Jetzt wäre natürlich interessant, ob die einfach so, also ob da jeder einzelne oder ob ich die dann zwischendrin auch natürlich immer wieder bekomme, weil dann ist es natürlich sinnvoll, immer gleich das Maximum zu bauen. So, was habe ich hier? Lagerung, Gesamtlagerung, da müssten doch jetzt hier mal die Lagersachen... Okay, inzwischen sind sie aber um ein paar Prozentpunkte gestiegen. Und 45 Holz. Ah, da kann ich die einzelnen Sachen schon mal einsammeln, die sich hier angesammelt haben. Und der Kampf läuft. Runde 1. Die Schlacht ist geschlagen. Okay, 8 Verluste und dafür 1250 Gold. So, dann bräuchte ich jetzt aber erstmal Eisen und Steine. Details war doch eigentlich nicht so interessant. Nee. So, wobei doch, jetzt muss ich die Details nochmal kurz anschauen. Okay, die kommen jetzt gerade schon zurück. Und das ist die Power. So, Nussschale. Sehr hilfreich beim Training, jedoch ein echter Kampf sollte man es nicht benutzen. Ja, wo kann ich die denn überhaupt alle verwenden? Wir müssen stärker werden. Schließe diese Quest ab. Ja. Ah, okay, jetzt war erst die Eisenmine. Gut, nächster Punkt. Und Beute Stahlwerk. Okay, jetzt soll ich ein Stahlwerk angreifen. Gut, dann lass mal gucken, wo das nächste Stahlwerk ist. Da hinten. Schwierigkeit leicht. Und da hinten ist noch eins. Level 19. 675, 625. Naja, da wird es sich natürlich lohnen, gleich das etwas größere anzugreifen, weil es sollte ja jetzt nicht allzu schwer werden. Aber jetzt möchte ich erstmal gucken. Also, mein Held. So, Berührung des Lichts. Eine Panzerung. So, Runen des Lichts. Diese alten Runen werden hauptsächlich zum Aufwerten des wichtigsten Gebäudes verwendet, dem Palast. So, warum sind die noch... So, Schmiede. Modus 2 wird entsperrt, nachdem dein Held Level 20 erreicht hat. Fähigkeiten, das sind die. Detaillierte Übersicht. Okay, Wiederherstellung, physische Resistenz, Mana, Produktion plus 100%, nur dass ich noch gar keine Produktion habe. So, Schmiede. Da kann ich wahrscheinlich auch irgendwelche Levelsteine aufbauen. Also warum ist das Ding noch gesperrt? Und Zauber. Da fehlen mir auch noch ein paar. Eure Krieger stehen bereit, während ihr das Lager aus und gibt den Befehl zum Angriff. Ah, habe ich noch nicht gemacht, okay. Wie viel habe ich denn jetzt aktuell? 148. Na dann mal los.
So, auf in die Stadt. So, das ist dann der Shop wieder gewesen. Und Rangliste, Provinzkarte. Okay. Scheinen noch nicht allzu viele Allianzen aktiv zu sein. Da ist eine grüne. Gleich wieder rausgesucht. Lass mich doch mal hier die... Ah, okay. Das heißt, ich kann hier dann weiter bewegen. Und es sind alles ziemlich neutrale Allianzen aktuell. Zumindest aktuell neutral zu mir. Da ich ja selber noch keiner drin bin. Gut. So, jetzt habe ich sogar schon 10 verloren, aber immerhin eben eine ganze Menge Eisen erbeutet. So, ich bin da unten an dem kleinen Flüsschen. Das ist zurück zur Weltkarte. Basisinformationen. Altar of God and Gods. Zu gewinnende Tränen. Provinz. Und Verteidiger. Der Altar höher stufen zu können, benötigst du Ressourcen. Und Tränen der Götter. Na gut. Also zurück zur Stadt. Was sind das eigentlich hier für Grenzen und wer kann die erobern? Eine starke und große Armee macht einen machtvollen Anführer aus. Rekrutiere Einheiten. So. Ja, wie viele kann ich denn davon? Aha. Das heißt, ich kann da sogar mehrere in die Warteschleife setzen. Gut. Fähigkeit Nummer 7. Und wie viele kann ich denn in die Warteschleife setzen? Aber das heißt, es dauert dann doch zumindest die ganze Zeit, bis die wirklich vorhanden sind. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, dann sozusagen für die Runde hier loszulaufen, weil ich dann in der nächsten Viertelstunde jetzt keine weiteren dazu bekomme. Runen und Artefakte sind die mächtigsten Werkzeuge gegen Feinde. Sammle Item dieses Typs, Rune des Lichts. Ich habe doch schon Runen eingesammelt. Okay, muss ich es nochmal machen. Also, nochmal den Hochsitz angreifen. Doppelte Ressourcen für Holz lohnt sich jetzt aktuell nicht. Da werde ich jetzt erstmal die ganzen Städten bei mir weiter ausbauen. Sende Nachricht. Unbekannt. Neuling. Zauberer. Halle des Ruhms. Beinhaltet nützliche Auswertung vergangener Welten, Medaillen mit interessanter Spielerdaten. Okay. Und da kann ich sozusagen die zurückholen. Gut, jetzt habe ich wieder 6 verloren. Ein paar Stiefel. Jeder Spieler darf über einen Spielaccount. Jeder darf über einen Spielaccount spielen. Wenn mehr als ein Spieler über dieselbe IP-Adresse spielen, müssen sie diese 5 festgelegten Regeln respektieren. Wenn man über dieselbe IP-Adresse spielt, ist es verboten, Gegenstände untereinander im Markt zu verkaufen, untereinander Ressourcen versenden, zusammen Städte, Festungen oder Tempel angreifen oder verteidigen, gegenseitig angreifen. Zaubersprüche gegeneinander auszusprechen. Du kannst diese Spielregeln hier finden. Dass du das Spiel gelesen und verstanden hast. Okay, ja, ich spiele ja nur einmal, habe jetzt gar nicht mehrere IPs hier aktiv. Aufgabenliste, rekrutiere beliebige Einheiten von mindestens 75 Sold, okay. Töte diese Einheiten Skelett, Gebäudeausbau, Marktplatz. Ja, gehen wir gleich mal hin, schauen wir mal, dass der Marktplatz ausgebaut wird. Ausbau. Sehr schön, nimm an. Und Quest, erhalte 35 Erfahrungspunkte. Benutze die gemeinsamen Gegenstände des Typs gewundene Schlange. Was ist das denn? Benutze die meisten Gegenstände des Typs gewundene Schlange. Ah ja. Was auch immer das ist. Allianzen.
Soulreaper 2, Hallown Beal, sowas. Okay, ich weiß noch nicht, was genau das sind. Mitteilungen. Überfalle Lager, baue deine Stadt aus, beende Quests, trete einer Allianz bei, besiege Endgegner. Okay. Endgegner sind dann in den Portalen wahrscheinlich zu Hause. So, Gebäudeausbau, Marktplatz ist abgeschlossen. Gebäudeausbau, Goldmine. Ja, da sollte man vielleicht immer dann nur die Sachen machen, die tatsächlich in den Quests drin stehen. Angriffsressourcen. Kann in diesen Lagen gefunden werden. Gut, 660 Angriffsressourcen, Stein einsammeln. Gut, wo ist das nächste Steinlager? Die werde ich wahrscheinlich besser nicht angreifen. Vor allem gibt es da nur 90. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Aber das hier ist ein Steinlager. So, Angriff. Doppelte Menge. 660 würde sonst eh nicht reichen. Und dann auf geht's. Wir gehen dann langsam aber sicher die Bogenschützen aus. So, Auszeichnungen. Ah ja, das sind schon die... Erreiche eine Arena-Punktzahl von 2000 als Elf. Okay, 1000 ist wahrscheinlich einfach der Anfangswert. Versammle eine elfische Armee mit 5000 Sold. Dabei kann ich maximal 2000 aktuell erreichen. Ja, da muss ich noch ein bisschen was ausbauen. Ui, da waren Skelette dabei. Naja, auf jeden Fall habe ich damit viele abgeschlossen. So, töte diese Einheiten, Bogenschütze, Belohnungen, Levelaufstiege. Ah, da oben sind dann auch 280 brauche ich für das nächste Level. Gebäudeausbau, Eisenmine, ausbauen. So, nutze 370 Ressourcen. Okay, Gebäudemine. Okay, die ist jetzt gerade im Ausbau. Ich rotiere beliebige Einheiten von mindestens 75 Sold. Ja, da wäre es natürlich jetzt praktisch gewesen, die doch lieber wieder kleiner zu machen. Kann ich die ja eigentlich... Nee. Kann ich nicht stoppen oder abbrechen. Und es dauert noch 6 Minuten, bis ich 100 Bogenschützen dazu bekomme. Aber ich könnte es auf jeden Fall mal gucken, ob das pausiert, während ich ausbaue. Nee, es wird trotzdem weiter produziert. Okay, nimm an. Ja, habe ich jetzt genug Ressourcen verbraucht. Angriffsressourcen. Jetzt soll ich Holz einsammeln. So, Holz war hier unten und hier oben. Jeweils 25 pro Level dazu. Genau, 10 werden... 500, 500. Ja. So, Gebäude wieder. Erhalte 35 Erfahrungspunkte. Und jetzt soll ich nochmal 400 Ressourcen ausgeben. Und mal gucken, wie viel das Sägewerk jetzt an Ressourcen benötigt. 348, also etwas zu wenig. Gut, in 6 Minuten ist dann hier auf jeden Fall auch die Bogenschützen. Dann habe ich das auf jeden Fall abgeschlossen. Und dann mal gucken, ob ich hier Bogenschützen, sind bei beiden Bogenschützen auf jeden Fall. So, dann nehmen wir gleich mal die etwas höhere. Und dann greife ich hier gleich an. Ja klar, ist natürlich praktisch, wenn ich die Ressourceneinnahmen verdopple, dann verliere ich trotzdem nur einmal meine Helden. Oder beziehungsweise meine Kämpfer. In der Form ist es die Frage, ob es sinnvoll ist, die einzeln zu schicken. Naja, wenn ich sie einzeln schicke, dann habe ich zumindest jedes Mal die Chance auf die... ja, was waren das? Diese Runensteine. Mal gucken, was mein Held jetzt alles so eingesammelt hat. Elixier des Schadens, Level 1. Schaden plus 10%, dauert 30 Minuten. Verwende nicht gleichzeitig Tränke desselben Typs mit unterschiedlichem Level. Nur das Elixier mit dem höchsten Level wird wirken. Wenn ihr gleiche, mehrere Tränke desselben Typs und gleichen Levels, um die Wirkungsdauer zu verlängern. Okay, so, also erstmal die Schuhe anziehen. So, habe ich noch einen Erfahrungsbonus und Holzproduktionsbonus.
Bonus. Gut. Gebäude-Sägewerk ist abgeschlossen. Andere Ressourcen sind abgeschlossen und Bogenschützen sind abgeschlossen. Next. Seid gegrüßt, Matthew. Ich hoffe, du wirst eine Lektion verarbeiten. Ich werde dir zeigen, wie es Heldenfähigkeit einsetzt. Ja, endlich kann ich mal was Aktives machen dann. Dieser Bildschirm beinhaltet alles über deinen Helden. Lass uns deine Kräfte herausfinden. Okay, da habe ich ja jetzt schon ein bisschen rumgemacht. Einen Fähigkeitenpunkt. Es wird langsam Zeit, dann den Zauberschaden zu verbessern. Wenn ich den jetzt endlich mal einsetzen kann. Nimm an, setze die Fähigkeiten deines Helden ein. Erhalte 40 Erfahrungspunkte. Habe ich auch gemacht. Finde mindestens einmal die Rune des Lichts. Okay, sehr schön. Habe ich wahrscheinlich gerade eben erst wieder gehabt, aber naja, mal gucken. Ich glaube, das größte Hemmnis ist tatsächlich hier die Befehlspunkte, die natürlich dann am meisten ausbremsen. Okay, andere Ressourcen. Jetzt soll ich Gold stehlen. Ui, 46. Kriegsmonument. Ah, das sind dann die größeren Herausforderungen. Aber ich hoffe, es gibt hier auch noch ein paar kleinere Orte, an denen ich Gold klauen kann. Aber auch nicht. Das heißt, ich kann zwar Ressourcen recht leicht einnehmen, aber... Gold ist auf jeden Fall deutlich schwerer ranzukommen. Aber hier gibt es einen goldenen Obelisken. Der hat nur Level 24, Mittel. Mal gucken, ob es noch schwächere Obelisken gibt. Level 26, Level 16. Das ist doch gut. So, und ich würde 720, das heißt dann da wieder hinschicken. Und Maximum 118 habe ich noch. Und auf dann Gold holen. Ah, da hinten wäre der 17er gewesen, den ich vorhin schon mal angegriffen habe. Naja, egal. Wahrscheinlich, wenn ich die zurückhole, bekomme ich auch meine Angriffsbefehlspunkte nicht zurück. Deine Armeen. Ah, okay, das ist die Information. So, aber was sollte ich jetzt mit den Fähigkeiten machen? Weil mehr als deine Armee verteidigt die Stadt nicht. Hier klicken, um das zu ändern. Deine Armee verteidigt deine Stadt. Wenn du von einer anderen Spieler überfallen wirst, wird deine Armee kämpfen, um deine Rohstoffe zu beschützen. Ja, besser nicht, weil dann verliert man die nur. Und kann selber nicht wieder angreifen oder aufbauen. Dann lieber die Rohstoffe plündern lassen. Zumindest soweit man zu wenig... Letzte Aktion. Weg. Okay. Was ist eigentlich das dann? Im Moment kannst du noch keinen Zauberspruch. Ah, ich kenne noch keinen. Erforsche jetzt Zauber in deinem Forschungslaboratorium. Ich habe aber noch kein Forschungslaboratorium. Okay, gut, dann kann ich das wieder annehmen. Finde mindestens einmal die Rune des Lichts. Wieso brauchen die eigentlich diesmal so lange? So, andere Ressourcen. Jetzt nochmal 720 Steine einklamüsern und Gebäudeausbau Steinbruch. Sehr schön. Dann kann ich endlich da die nächste Quest abschließen. Und natürlich das ausbauen lassen. Jetzt soll ich... Okay, Gebäudeausbau läuft. Was ist da unten noch? Da ist nichts weiter, ist nur kein Scrollbalken. Kann ich auch hier einfach direkt aufrufen. Ja, jetzt habe ich die Rune gefunden. Und töte diese Einheit, Axtkrieger. Okay, wo finde ich hier Axtkrieger? Sind das Axtkrieger gewesen? Ah, da steht auch bei welchen, okay, bei Portalen, bei den Fabriken, das heißt hier gibt es Axtkrieger, da gibt es Eisen und was ist das andere? Solche anderen, die Dinger da. Was sind das? Eisenwerkstatt.
Die sind schon mittel. Ah, die sind schon wieder zurück. Gut, dann müsstet ihr ja eigentlich jetzt schon gleich den nächsten Angriff starten. Okay, wo wollte ich jetzt hin? Angriffsressourcen, Steine. Gut, leider gibt es da dann keine Axtkrieger. Gut, Marktplatz ausbauen. Habe ich schon einmal gemacht. Kann ich gleich nochmal machen. So, genug Ressourcen genutzt. Nochmal 64 Ressourcen benutzen. Im Moment sieht es ganz gut aus. Eisen ist sowieso das nächste. Dann schicke ich sie erstmal los, um Eisen zu holen. Und Rune des Lichts soll ich auch finden. So, 19 ist noch relativ. Habe ich jetzt eigentlich schon meine Soldaten bekommen? Ja, sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt schon einmal, und ich kann jetzt inzwischen 150 aufbauen. Aber die lasse ich jetzt erstmal so laufen, weil, oder müsste ich doch jetzt hier meine, achso, die 75 habe ich direkt durch das Rekrutieren schon bekommen. So, also, als nächstes den Gebäudeausbau wollte ich machen. Ja, ja, der läuft. Und die Axtkrieger losschicken. Auf geht's. Maximum, ja, 212. Mal gucken, dass da nicht so viele drauf gehen. Und hoffe ich mal, dass das soweit klappt. Wobei es im Moment dann tatsächlich ja, die Befehlspunkte noch ein bisschen zu sparen. Um, ja, soweit sie dann nicht für die Angriffsressourcen notwendig sind. Also gut, für den nächsten brauche ich es nochmal, außer ich finde einen, wo ich schon 720 habe. Errichte oder baue einen Verteidigungsturm aus. Na, dann lass doch mal schauen, wo ich hier Verteidigungstürme bauen kann. Also hier passiert noch gar nichts. Oh, 10 Bogenschützen verloren. Gut, aber die Axtkrieger sind gefallen und ich habe eine neue Fähigkeitsstufe erreicht. Nützt mir das aber immer noch nichts, dann machen wir erstmal auf der anderen Seite weiter. Also, wo kann ich jetzt einen Verteidigungsturm bauen? Verteidigungsturm. Also erst in der nächsten Palaststufe. Ich nehme jetzt einmal diese Rune. Da hoffe ich mal, dass die jetzt was mitbringen. Sind die schon zurück? Sieht so aus. Aber dann habe ich wohl keine Rune bekommen. Schade. Na gut, also ich muss sowieso den Palast ausbauen, damit... Oh, eine Stunde. Und 13 von 5 Ruhen des Lichts. Naja, zumindest habe ich genug, um den Palast auszubauen. Und ich kann dann die Ressourcen schon mal abschließen. Und jetzt nochmal 460 Ressourcen. Okay. So, ich brauche dringend mehr Stein. Aber Stein sollte ich ja sowieso besorgen, ne? 720, ja. So, dann also auf geht's in den Steinbruch. Wie viel soll ich holen? 720. Das heißt, ich könnte mir jetzt eine suchen, die stark genug ist, dass ich 720 mit einem einfachen bekomme. Steine, 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 Steine. Die sind alle schon schwer. Level 15, Level 37, 1900. Irgendwie scheint es keine so fließenden Abstufungen zu geben. Level 30, 1050, Mittel. Okay, dann nehme ich doch lieber die einfache und hole mir da die Steine, die ich brauche. Und zwar nochmal mit dem verstärkten Angriff. Dann kann ich jetzt langsam mal die ersten ja, Dinge hier verbrauchen. Gibt ihr Befehlspunkte. Erfordert extreme Maßnahmen. So, wie kann ich das jetzt benutzen? Einfach draufklicken. Ja,
So, dann habe ich schon mal wieder ein paar Befehlspunkte zurückbekommen. Zepter der Verehrung. Goldproduktion plus 5%. Hier fehlen auch nur noch ein paar Punkte, um das dann zu benutzen. Ui, da gibt es wieder Belohnungen. Ah, ich habe eine Rune des Lichts bekommen. Und 38 Erfahrungspunkte. Also Erfahrungspunkte gesammelt, Angriffsressourcen gesammelt und finde mindestens einmal die Rune des Lichts auch gesammelt. So, dann soll ich wieder mindestens 75 Sold-Einheiten rekrutieren und ich soll nochmal Stein besorgen. Okay, ab in die Stadt. Ich soll mehr Ressourcen nutzen. Richte oder und baue einen Verteidigungsturm aus. Wieso geht der jetzt schon wieder nicht rein? Los. Also 75 Sold. Mal gucken, wie viel ist 75 Sold. 4, 75, 75 Einheiten, also ein Sold pro Dingsbums. Dann kann ich die ja jetzt nochmal rekrutieren und habe damit die Quest auch gleich wieder abgeschlossen. Ah, und Ressourcen sind auch. Achso, genau, ich brauche Holz und Steine für die. So, Angriffsressourcen dann gleich wieder. Aber das hat jetzt nicht gegolten. Das heißt, das gilt dann erst, wenn das Ding abgelaufen ist. Na schön. Gut, dann kommt das erst später. Und mal gucken, wo ich die Grunds finde. Die Grund, also in so komischen Stachelbäumen. Das da. Oh, das sind Stammhäuser. Und es sind Runen des Lichts Teil 2. Informationen. Chance, einen Artefakt zu finden, 17%. Möglichkeit, eine Rune dieses Typs zu finden. Ach nee, das ist Rune der Erde, Level 1. Und wie war das hier? 17%, Rune des Lichts, Level 1. Ich nehme mal an, dass dann auch die verschiedenen Klassen unterschiedliche Runen brauchen. Das heißt, die Runen der Erde wahrscheinlich eher dann für Zwerge relevant sind. Aber mal sehen, das kann sich auch einfach noch ändern. Finsterlingsschlange, das war dieses. Was ist deine Mission? Greife Eventcamps an, um die gedrehte Schlange direkt zu stehlen. Du kannst sie später als Währung benutzen, um Artefakte zu kaufen oder die Medusa für deine Armee zu halten. Wenn die Schlangengruppe von 5 Spielern angeht, bekommt einer von ihnen eine Medusa-Einheit. Aha. Gewundene Schlange. Details. Diese Art eines neutralen Lagers ist nur während der Ereignisse angreifbar und dein Angriff kostet 2 Befehlspunkte. Hier kannst du 70 mehr Ressourcen und Erfahrungspunkte sammeln. Ah ja, das sind die Dinger da. Mehr Ressourcen. Okay, und das Ding kostet dann 3 Angriffspunkte. Wo sind denn da die einfachen? Ah, hier ist so ein einfaches. Naja, einfaches gut. Es hat auch Level 37 und hat Schwierigkeit Mittel. Also das ist schon einiges aufwendiger. Aber höhere Chancen, das dazu bekommen. Und du kannst folgende Gegenstände im Camp finden. 9 bis 11 gewundene Schlangen. Das sind also dann die gewundenen Schlangen, die ich hier für dieses Event einsetzen soll. Boah. Naja, es muss ja immer wieder Motivation geben, irgendetwas anzustellen. Wenn Schlangengrube von Fischspielern angegriffen wird, bekommt einer von ihnen eine Medusa-Einheit. Benutze diesen Gegenstand, um diese Einheit zu rekrutieren. Mhm. Das heißt, gutes Allianzmanagement. Und das heißt, wenn ich mit einem. Diese Art also ist nur während eines Ereignisses angreifbar und einem kostet 5 Befehlspunkte. Hier kannst du 400% mehr Ressourcen und Erfahrungspunkte sammeln und auch der Gegenstand gebundene Schlange Medusa erhalten. Also wenn das 5 gleichzeitig angreift, wenn ich es alleine angreife, verstehe ich jetzt noch nicht, was der Unterschied zwischen den beiden Dingern ist. Aber okay, da werde ich heute wahrscheinlich nicht wirklich da einsteigen, weil so viel habe ich jetzt noch nicht aufgebaut, geschweige denn, und dann in den letzten 10 Minuten. Ah ja, da kann ich dann noch einige Leute finden. Zeige Steam-Freunde. So, so.
diplomatische Neutralität und Schriftrolle der Verbesserung. Okay, was steht denn als nächstes an? Der Verteidigungsturm steht immer noch an, aber das dauert eine Weile, bis das hier fertig gebaut ist. Und kostet gleich wieder 50 Diamanten. Achso, ich kann auch noch, ja klar, kann ich ja jetzt noch keine neuen Sachen bauen, weil ich dazu erst das nächste Palastlevel brauche, aber dann kann ich auf jeden Fall schon mal Sägewerke und Steinbrüche verdoppeln. Wahrscheinlich mindestens verdoppeln. Und das andere braucht dann Palast Level 3 erst. Alchemist kann ich als nächstes mitbauen. Ah, den Verteidigungsturm kann ich doch schon bauen. Dann mal her damit. Die werden auch mitten im Dingsbums platziert. Sehr schön, dann kann ich den ja jetzt schon mal abschließen. Und die nächste Quest. So, nutze 490 Ressourcen. Achso, was stelle ich eigentlich aktuell an? Ich habe jetzt 6 Angriffspunkte und ich wollte doch eigentlich das Zeug da angreifen. 21, 725. Naja, es lohnt sich immer noch nicht. Oder vielmehr, es reicht immer noch nicht. Aber 21 wäre schon mal eine ganz gute Größenordnung. Allerdings schon Schwierigkeitsgrad Mittel. Dann bleibe ich mal nochmal bei leicht und hole mir da noch die notwendigen Steine. Max und hole da das Doppelte raus. So, und danach brauche ich noch das Stahlwerk, um dann wieder... Nee, Quatsch, Grund ist gar nicht Stahlwerk. Achso, das waren diese Dinger hier drüben. So, wieder 9 Bogenschützen verloren, aber 1200 bekommen. So, her mit der Kohle, beziehungsweise den Erfahrungspunkten. Gleich nochmal dasselbe. 780. Aber jetzt geht es erstmal darum, die Grundeinheiten zu besiegen. So, jetzt habe ich hier überall nur 26er davon. Mal gucken, das andere war diese kleinere Hütte, die hoffentlich dann auch etwas schwächer ist in der Form. Das ist das hier, glaube ich. Ja, das sind auch Grund. Und da kann ich auch Kohle einsammeln. Ja, das war dann so wie hier drüben. Gut, da ich jetzt Geld nicht einsammeln muss, kann ich den ja schon mal angreifen. Ohne doppelte Ressourcen. Also, auf geht's. Und genug Grund sollten da ja auf jeden Fall drin sein. 18% Artefakt. Das sind Spieler. ...2100 Auszeichnungspunkte. Wie viele Auszeichnungspunkte habe ich denn jetzt aktuell? 10! Ui! Naja, nicht wirklich ernst zu nehmen bisher. Mein Avatarbild, das kann ich doch gleich schon mal ändern. Eigentlich bin ich ja ein Elf. Dann kann ich auch ein Elf auswählen. Gut. Platz 0, hey. Runde 1. Geschafft. Also, die Einheiten sind gefallen. Und ja, toll. Jetzt soll ich wieder eine Rune des Lichts finden, während ich sie jetzt gerade erst bekommen habe. Schade. Okay, die müssen jetzt erstmal zurückkommen und danach dann die nächsten Angriffsressourcen holen. So, ich soll auf jeden Fall noch mehr Ressourcen nutzen zum Ausbau. Ah ja, das heißt, wenn die zu einem bestimmten Wert gefüllt sind, kann ich die dann auch schon sozusagen per oben angezeigt auf einsammeln. Also nutze 490 Ressourcen, dann hier Ausbau, kostet 3 Minuten.
Und es sind knapp zu wenig für dieses andere Ding da. Naja gut, dann machen wir den Turm. Was ist das denn eigentlich? Achso, das ist das Allianzteil. Tritt einer Allianz bei. Okay, kann ich die filtern? Alles anzeigen. Spieler, Helden, größte Schlachten, Auszeichnungen. Naja, ich glaube, heute ist noch kein guter Zeitpunkt, einer Allianz beizutreten, weil ich ja im Moment wahrscheinlich noch nicht oft hier weiterspielen werde. Weil es geht ja jetzt erstmal nur darum, das Spiel ein bisschen kennenzulernen und zu gucken, wie spannend es ist. Ah, meine neuen Bogenschützen sind fertig geworden. Töte diese Einheiten Bogenschützen, 23. Okay, dann muss ich mal in meine Historie gucken. Beziehungsweise habe ich eigentlich eine Historie. Jetzt wäre es mal interessant, dass ich irgendwie nachgucken kann, wie viele da eigentlich pro Kampf draufgegangen sind. Okay, die sind jetzt auf Platz 3. Das heißt, mehr kann ich ja im Moment eh nicht ausbauen. Ja. Und heute werde ich die jetzt noch nicht benutzen. Okay, dann muss ich noch abwarten, bis das eine wieder fertiggestellt ist. Dann hoffe ich mal, dass hier das mit den Bogenschützen bei 75 bleibt. Auch wenn die einen jetzt, na gut, die werden jetzt eh nicht mehr fertig, dann kann ich hier auch das Maximum reinsetzen. Und wahrscheinlich ist das dann auch ausschließlich von den Ressourcen abhängig und natürlich, ob ich genug Sold erübrigen kann. Was ist da noch? Ah, die Ressourcen, stimmt, das gilt ja auch als Ressourcennutzung. Und wieder 409, nee, es waren eben 480, oder? Es sind jetzt 490, das heißt, das steigt auch Stück für Stück an. Genauso wie die Angriffskosten für das Zeug da ansteigen. Aber ich soll jetzt erstmal ein paar Bogenschützen killen. Dann nehmen wir mal eins der Holzlager. Und hoffen, dass da auf jeden Fall genug Bogenschützen drin sind. So, das ist das Grüne. Das sind die größeren dann. Okay, also auf dorthin, Angriff auf Maximum und ja, mit nochmal 100 Einheiten dazu. Verteidigende Armee sollt. Also es dauert ja nur ein paar Sekunden auf der kurzen Entfernung. Und ja, dann schauen, dass ich hier in meiner Stadt weiter ausbauen kann. Gut, die sind abgeschlossen. Das heißt, wieder die weiteren Ressourcen einsetzen. Errichte oder baue einen Verteidigungsturm aus. Ja, Ausbau. Ich habe Level 10 erreicht. Und ich habe keine Rune des Lichts gefunden. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Also 33 gab es dort, die ich auf jeden Fall besiegt habe. Ich glaube, bei 15 waren es 30 und das hier war jetzt ein Level 17. Muss ich nochmal nachschauen. Weil hier steht es jetzt nicht, aber hier kann ich ja nachschauen. 95, 64. Ne, es war Level 16. Okay, dann sind es um 10% gestiegen. Okay, angenommen und angenommen. Ich soll den Verteidigungsturm nochmal ausbauen. Kann ich eigentlich jetzt schon mehrere davon bauen? Verwaltung, Militär. Ja, ich kann noch einen davon bauen. Dann errichte ich doch dafür noch einen. Ist auf jeden Fall billiger. Und es geht schneller. So, angenommen. Kämpfe einmal in der Arena. Gebäudeausbau, Eisenmine. Gut, Eisenmine ausbauen. Kostet wieder 3 Minuten. Und Ressourcen habe ich jetzt mehr als genug benutzt. Was war das denn für ein Schrei? Schön, dich wiederzusehen. Es scheint, du bist um einige stärker geworden. Weißt du schon, dass du dich mit anderen Spielern in der Arena messen kannst?
Nein, aber ich habe es fast angenommen, nachdem ich das machen soll. Da drüben. Tritt in die Arena ein. Und ich soll da jetzt einfach so loskämpfen? Welche Risiken siehst du diese Belohnung? Sammle Arena-Punkte durch Arena-Kämpfe und sie werden dein sein. Lass uns versuchen. Na gut. Erstmal packe ich noch meine Kiste aus. Ja. Eine neue Kiste für Level 15. Und ein paar Steine. Ach, das Ding bedeutet wahrscheinlich natürlich, dass die nicht verkäuflich sind, weil ich die sozusagen über diese Spielsachen bekommen habe und nicht selber bekommen habe. Gut, dann gib mal die Steine her. Arena-Eintrittskarte. Ermöglicht dir, an einem Kampf in der Arena teilzunehmen. Gut. Namensänderung. Um deinen Namen zu ändern, klicke auf die Ikone dieses Gegenstandes. Schreibe den ausgewählten Namen und bestätige deine Auswahl. Warum sollte ich das ändern? Hab doch am Anfang meinen Namen ausgesucht. Also auf in den Kampf. Was auch immer ich da machen soll. Deinen Arena-Gegner wählen. Neue Gegner zur Auswahl kommen in 59 Minuten. Level 15, Level 13. 1 bis 10.000 Bogenschützen. Und 10 Medusen. Ich glaube, ihr seid nicht ganz sicher, ganz dicht. Wie soll ich denn gegen die bitte gewinnen? 100 bis 1000 Grunds. Und wahrscheinlich sterben meine Leute auch noch ernsthaft dabei. Punktezahl 1000. Glühwürmchen, 1000 bis 10.000 Bogenschützen und Erzdruiden. Ja, klar. Also, das kannst du doch wohl knicken. Da ist aktuell noch nichts zu machen. Vor allem, wenn ich dann meine ganzen Leute verliere, um Gottes Willen. Steht leider nichts dabei. Achso, das sind die Aufstiege dann für die Belohnung. Verhältnis der Siege zu allen geführten Niederlagen. Arena-Eintrittskarten, Punktezahl. Ja, hier wäre jetzt mal irgendeine Hilfe sinnvoll zu wissen. Okay, wird... wie gefährlich ist das Ganze? Also verliere ich dann meine Einheiten, was sehr wahrscheinlich ist. So, Gebäude ausgebaut und jetzt ist die Goldmine dran. Achso, jetzt kann ich nicht mehr rechts links, weil ich zu weit draußen bin. So, Goldmine, Ausbau und es fehlen wieder ein paar Ressourcen. Da kann ich doch jetzt mit einem Türmchen nachhelfen. Naja, kann ich nicht nachhelfen, weil natürlich ich jetzt nichts weiter ausbauen kann. Okay, dann zurück auf die Karte. Kämpfe einmal in der Arena, töte diese Einheit Skelett. So, das kann ich machen, indem ich mir Granit hole. Und Granit brauche ich aktuell nicht, aber dann einfach auf in den Kampf. Ah, doch Granit. Ach verdammt, hätte ich mal noch ein bisschen... Jetzt sind es doch eine mehr. Das heißt, diese Sonderaufgaben sind dann parallel zu den 5 Quests, die man irgendwie allgemein immer wieder bekommt. Gut, vielleicht finde ich ja gleich eine Rune, damit das auch aufgelöst wird. Die letzten Aktionen. Ja, eine Rune habe ich bekommen. Sehr schön. Und wie viel waren es hier? 40. Angenommen. Finde mindestens zweimal die Rune des Lichts. Okay, es wird komplizierter oder beziehungsweise umfangreicher. Und die Rekrutierung ist dann auch wieder relevant. Aber da sind es auf jeden Fall immer noch 75. Das heißt, das ist auch kein Problem. So, dann gleich nochmal angreifen. Damit ich... ja, genug Ressourcen bekomme. Also genug Steine bekomme, die ich ja dann für die Quest brauche. Und dann müsste doch hier jetzt auch schon wieder bald fertig sein. Okay, eine Minute dauert es noch. Und dann wird ein Turm ausgebaut.
Nein. Wieso muss ich eigentlich ständig diesen anderen Dialog bestätigen, wenn ich eigentlich nur Sachen bauen will? Okay, so, die Ressourcen habe ich jetzt eingesammelt. Und jetzt soll ich Holz sammeln. Noch 30 Sekunden, 2 Sekunden ist wieder da, also gleich auf zum Holzlager. 15, 16, 24, 26. Na gut, nehmen wir den 16er hier hinten und Angriff aufs Holzlager. So, jetzt muss ich auf jeden Fall noch ein paar Punkte. Okay, einen habe ich jetzt gerade mal dazu bekommen. Vor allem, wenn das Stunden dauert. Das heißt, jetzt mit 23 Punkten, das heißt tatsächlich schon 24 Stunden, bis das Ding wieder aufgeladen ist. Errichte oder baue einen Verteidigungsturm aus. Ja, das wollte ich ja eh machen. Einfach allein, um die Ressourcen und den Verteidigungsturm zu bekommen. So, nächste Ressourcen. Jetzt wieder 580. Gut. Ah ja, da habe ich jetzt wieder noch nicht genug Holz eingesammelt. Aber sobald die da sind, wird das schon klappen. So, jetzt soll der Marktplatz wieder ausgebaut werden. Das wird wahrscheinlich jetzt schon deutlich länger dauern. Naja, noch drei, also unter 3 Minuten. Gut, also Ausbau Marktplatz. Ressourcen sind auch schon dann erstellt. Und jetzt nochmal 50 Erfahrungspunkte sammeln. Ja, mit dem Gebäudeausbau Marktplatz kriege ich auf jeden Fall meine 50 und mit einer zweiten Rune auch. Also die Erfahrungspunkte sind auf jeden Fall überhaupt kein Problem. So, jetzt nochmal Holz sammeln. Ist echt blöd, dass die, dass das mit den Angriffspunkten so stark begrenzt ist. So, mal gucken, was habe ich denn jetzt vom Helden noch? Okay, da kann ich jetzt auf jeden Fall nochmal einen Fünfer aktivieren. Und hier kann ich, die lasse ich mal noch. Fähigkeiten. Ah, richtig, da war ja auch wieder was. So, dann noch den Rohstoffspeicher, inzwischen schon um 54% gesteigert. Und danach ist er um 60% gesteigert. So, Schmiede. Und Zauberer, da ist immer noch nichts. So, jetzt wäre mal die Frage, inwieweit ich hier... Erfolg schon 100%. Im Falle eines Fehlschlags verlierst du Objekt des niederen Levels. Das heißt, ich kann damit ein Level 2 erstellen. Aha, die Rune der Erde Level 1 ist also auch schon... Wie war das denn jetzt eigentlich? Moment, Schmieden. Also hier kann ich noch nicht erschaffen, sondern erst wenn alle da sind. Aber wieso kann ich die jetzt aktuell nicht verwenden? Zum Aufwerten des wichtigsten Gebäudes verwendet den Palast. Außerdem, um neue Einheiten und deren Verbesserung zu erforschen. Okay, das ist dann für Magier. Gut, 2 Runen habe ich jetzt bekommen. Angriffsressourcen sind vollständig und Erfahrungspunkte sind auch eingesammelt. Jetzt soll ich 55 Erfahrungspunkte sammeln. Das heißt, es steigert sich einfach so alles nach und nach, Stück für Stück. Dein Held hat Level 11 erreicht. So, damit ist die Fähigkeit jetzt ausgebaut. Baugeschwindigkeit plus 5%, Turmeinheiten erhöht um Turmeinheiten, Turmkraft. Aber dann kann ich jetzt die Baugeschwindigkeit weiter, kann ich die jetzt zurücksetzen. Null Edelsteine bestätigen. Gut, dann mache ich was? Oh. Also das verstehe ich jetzt nicht. Es kostet echt 20 dann, um nur diesen einen Fähigkeitenpunkt zurückzusetzen. Puh, Wahnsinn. Gut, dann wird nichts zurückgesetzt. Also annehmen. Und Erfahrungspunkte brauche ich jetzt noch ein paar. Errichte oder baue einen Verteidigungsturm aus. Ja, der nächste Verteidigungsturm. Kann ich jetzt eigentlich noch einen bauen? Wie viele kann ich denn bauen? Nee.
Also, dann muss ich einen bestehenden ausbauen. 36 Sekunden. Angenommen. Das heißt, wenn ich den ausbaue, bekomme ich dafür auch irgendwelche Erfahrungspunkte. Gut, das dauert noch 23 Sekunden. Und ich soll wieder Einheiten rekrutieren. Ja gut, das war ja eh egal, aber in 13 Minuten wäre das dann auch abgelaufen. Und dann nähert sich das jetzt für die Aufnahme langsam dem Ende, weil es geht dann jetzt letztlich immer so weiter. Also klar, Arena ist jetzt noch neu, da weiß ich noch nicht genau, ob ich da irgendwas Sinnvolles anstellen kann. Und okay, Gebäudeausbau, Eisenmine. Also im Moment ist noch ein gewisser Spielfluss da, aber ich fürchte, dass es auch jetzt ziemlich schnell zum Erliegen kommt, weil hier, das dauert jetzt schon wieder 5 Minuten. Und das ist halt das bei diesen Aufbauspielen, so nach dem Motto, entweder warten bzw. nebenbei laufen lassen oder eben tatsächlich Geld ausgeben, um das Ganze zu beschleunigen. Das ist dann immer was, irgendwo dann die Belohnungsspirale durchbricht und dann, ja, wenn das Warten zu lange dauert oder noch zu wenig die nächsten Schritte vorhersehbar sind, dann ist das nicht so fordernd und hält den Spielfluss nicht am Laufen. Aber gut, soweit für das erste Blick ins Spiel. Und den Timer habe ich jetzt gerade in der letzten Sekunde gestoppt und ja, viel Spaß beim selber ausprobieren, ist ja schließlich eben ein Free-to-Play und wenn ihr solche Strategie-Sachen mögt, hier sind auf jeden Fall viele, viele Feinde und einer der verbotenen Tempel, ein endloser Schutz, sowas. Ja, bis man den dann sozusagen knacken kann und dort in dem Endlevel-Bereich oder Endgame, was ja dann letztlich hier auch irgendwann der Fall ist, wenn man alles möglichst Maximum ausgebaut hat und wo man dann noch die Verbesserungen legt. Aber ja, das wird dann einfach noch auszuprobieren sein und es braucht mit Sicherheit einige Stunden Investition, bevor das alles funktioniert. Und mit dem nächsten Turmlevel kommt ja dann hoffentlich erstmal so die Magieebene und Forschungsbaum und so weiter noch dazu. Da fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Und jetzt habe ich schon meine nächsten Bogenschützen bekommen. So. Also, dann bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Selbstspielen. Tschüss!